Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freedom BMX Game of Horse. Heute in der Fufanu Edition. Ich stehe hier mit Fufanu Adrian Warnken und Christian Harry Potter Lutz. Und die lassen es in den nächsten Stunden jetzt hier richtig quietschen. Christian fängt an, weil er von weiter weg kommt. Los geht's. Ich zauber als erstes ein Double Tail Whip eher in der kleinen Quarter raus. Was du zauberst. Outside Double Pack Grind für Tobias Wickel. Leider nein, leider gar nicht. Sorry Tobi. Ich bin Christian Lutz und ich mache jetzt einen Sturz. Hey, ich habe mein Wort gehalten. Könnt euch nicht beschweren hier. Ich fahre bei der Bankseite an, springe aufs Curb und mache dann 360 ins Flat. Ah, die Dings runter. Schon ein bisschen weit. Nee, ich mach das nicht, wirklich nicht. Es tut mir zu viel weh. Ja, ich mache jetzt hier einen Eisback für Barspin rein. Die große Porte. Die hab ich mal geübt, die kann ich. Ich hol meine Ellbogenschoner. Easy, kein Thema. Ich zähle immer von unten, denn wenn ich stürze, sieht es besser aus. Ist es doch drauf. Ich hab meinen Arsch tut so weh. Das ist Spannung. Sportlicher Wettkampf, das ist genau das, was wir brauchen. Ellbogenschoner haben nicht viel geholfen, ne? Ja, gegen Adrian ist kein Kraut gewachsen. So ist das halt mit dem Terminator. Deswegen müssen wir ein bisschen zaubern. Hey Henrik, komm mal her. Hey, wir gehen jetzt zaubern. Denn ich hab den Trickkasten dabei, ja. Wir mussten jetzt mal ein bisschen zaubern, damit das mal in die Sprünge kommt. Deswegen den neuen Prototyp Rahmen, den Nimbus 2000. Haben wir entwickelt, ne? Und jetzt mein Hut. Und da kann man gleich ganz andere Tricks zelebrieren, weil wie soll man denn gegen den Typen ankommen? Da muss man Zauberei anwenden. Wenn man so nie auf Airtime kommt, so, dann muss man halt zaubern. Es geht wieder auf die gleiche Ledge. Und zwar machen wir ein X-Footed Double Pack. Probieren ist alles. Machen ist Gold. Auf jeden Fall was, wo ich mich in Zukunft mit beschäftigen werde. So, Schluss mit der Zauberei jetzt. Jetzt versuche ich mal so einen Lucky To-Do Stick an der Steinmauer da. Gucken, ob Baby Blocksberg da hinterherkommt. Habe ich schon mal im Curb gestanden, ey, Park ist. Was los? Performance-Probleme. Immer wenn ich schnell gefahren bin, ging so mein Helm nach hinten. Deswegen habe ich das Ding jetzt auch nicht gestanden. Alter, da verhexe ich dich, Alter. Dann zauber ich dir die Bremse ab und vier Packs dran, Alter. Und kannst ganz auf Rails fahren mit Janik Wenski. Ich springe auf den Sattel und macht dann einen Tail-Whip eher in der Quarter. Nicht unbedingt über dem Coping, aber so, dass sich das Rad dreht, über dem Tail-Whip. Da hat der liebe Harry, ja, einen Ellenbogenschoner dabei, hat aber ja mal einen Flair machen. Was? Flair? Der Rapper? Wie geht eine Flair? Das wird eher ein Fall Porti, wenn ich das sehe. Nee, check ich nicht. Das Game of Horse lebt von einer Balance zwischen sinnlos gefährlichen Aktionen und Aktionen, die man nachts um drei mit Schnellblitzkugeln machen würde. Diese beiden Herren kämpfen gerade ein bisschen, diese Balance zu finden. Sie hat sich gerade darauf geeinigt, einen Gang runterzuschalten und jetzt schlägt Christian Lutz folgende Trick vor. Disaster 360 Tail Tap to Table. So wird hier ein Gang runtergeschaltet. Kevin Lee, ja, der macht mit Barspin vorher und der hüpft nicht dabei. Es scheint hier ein bisschen Verwirrung zu geben über die Bedeutung von Hüpfen. Folgendes Angebot: Wenn Adrian sich beruhigt hat, kann er diesen Trick machen. Wenn er ihn ohne Hüpfen schafft, kriegt Christian den Start. Jetzt wird's richtig eklig, weil das ist jetzt kein Fußball mehr. Das ist wehgetan, ja. Und das, ist schon, das ist schon Rugby. Dann also, verstehe ich keinen Spaß mehr beim Horst. 69 in die Spine. Wir haben einen Gleichstand. Vier Buchstaben und vier Buchstaben, das heißt Matchball. Christian Lutz darf ansagen, Adrian hat zwei Versuche, um den Trick zu schaffen. Und andersrum natürlich auch, wenn es so weitergeht. Bitte, was gibt's? Das Ding ist, egal was ich mache, Adrian kann das. Und wenn ich jetzt eine Delle in den Beton mache, dann könnte das gerade sowas werden.
Deswegen alles unter oder nichts mache ich einen 360 Flatrock von der vom Bowl. Ey, du bist auch Parkfahrer eigentlich, oder? Und auch relativ ähnliche Interessen auch. Der ist doch Park. Ja, ich fahr ja vom Bowl an. Von oben sah das viel niedriger aus. Alles oder nichts. Boden war zu hart, ich bin wieder hochgeflogen und musste dann wieder landen und hab die Traktion verloren. Das tut mir ja wirklich so leid, Christian Hilling, ey. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen würde, wenn du das gemacht hättest. Deine Chance, Adrian. Wie sieht's aus? Du hast es geschafft, hätte ich einen Truck gemacht, aber so nicht. Sonst hast du gar nicht den Coronis. Nee. Was gibt's denn stattdessen zu sehen? Vielleicht endlich mal ein Fußball? Ja, Fußball. Mir tut alles weh. BC Express, also im Prinzip 360 Fufanu to Fakey. Der große Vorteil. Du bist zwar ein Proll, aber alles Gute. Und wir haben einen Gewinner. Der Einzige, der sich getraut hat, irgendwas auch nur entfernt Fufanu-ähnliches vorzulegen, hat dann auch gewonnen. Adriano Celentano gewinnt die Fufanu Challenge, die keine war. Wir verabschieden uns und bis bald. Tschüss.